Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr euer Haustier-Cap erhöhen könnt, und zwar auf 2000 Slots. Was ist das genau und wie funktioniert das? Und zwar prinzipiell ist es ja so, dass ihr nur 1000 Haustiere haben könnt. Wenn ihr jetzt jemand seid, der viele Haustiere sammelt, so wie ich auch, dann kommt ihr da relativ schnell dran an dieses 1000er-Cap. Ich habe mittlerweile, glaube ich, etwa 1100, irgendwie knapp sowas, einen allein einzigartigen Pets, und man kann ja von jedem Haustier, die auch mehrmals haben, bis zu dreimal, heißt, man kann da schon sehr, sehr viele haben. Und da gab es schon in vergangenen Addons ein Item, wo man das Cap quasi einmal erhöhen konnte, und zwar auf 1500. Aber auch das reicht oftmals nicht so ganz aus. Ich habe jetzt auch mal angefangen, mit Haustieren so ein bisschen zu handeln, und das ist immer ein bisschen nervig, wenn man ständig an diesem Cap dran ist. Jetzt mit Patch 8.1 hat Blizzard da ein weiteres Item eingeführt, und zwar kann man dann ja das Ganze jetzt auf 2000 erhöhen. Und wie das geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Ich bin hier nämlich einmal in, ja, im Stummsangental, hier auf den Koordinaten 31, 67, und da ist eine Händlerin, die werden vielleicht die ein oder anderen Pet-Sammler schon kennen. Hier kriegt man quasi alle möglichen Pets und Toys, die mit Pets zu tun haben, für diese neuen polierten Haustürglücksbringer. Unter anderem auch das alte Item, das quasi einmal das Cap auf 1500 erhöht hat. Und das Ganze ist natürlich accountweit, weil Pets sind auch accountweit. Hier bei dieser Händlerin hat man jetzt ein neues Item eingeführt, und zwar interdimensionales Haustierportal, so rum. Und das kostet 1000 polierte Haustierglücksbringer. Also eine ganze, ganze Menge. Dafür kann man das Cap auf 2000 erhöhen, und das werden wir jetzt mal kaufen. Ich habe mir nämlich diese 1000 zusammengefarmt. Und jetzt gucken wir mal rein. Im Moment ist mein Cap 1500, und damit ist es dann quasi 2000. Ist eigentlich eine einfache Sache und geht relativ easy zum Kaufen, aber diese Glücksbringer zu farmen, kann doch ein bisschen zeitaufwendig sein. Bevor ich euch jetzt zeige, wie man es am besten holt, zeige ich euch nochmal, wo bei der Horde das Ganze ist. Und zwar hat es die Horde tatsächlich ein bisschen angenehmer. Dort geht ihr einfach in die Hauptstadt, also quasi hier nach Dazar Alor, und dann müsst ihr, wenn ihr hier oben vom Siegel runterspringt, da habe ich meinen Ruhestein, wahrscheinlich ihr auch, einfach hier ganz nach unten, und zwar hier in die unterste Etage, wo man eigentlich nie hingeht, und hier unten drin ist der Pet Battle Laden, und dort hat man so eine kleine Dame auf einem, so einem Dino hocken, die ist gleich da hinten, wenn man reinläuft. Und die verkauft uns dementsprechend auf der Hordenseite dasselbe Item. Heißt, für die Allianz muss man ewig rausfliegen. Bei der Horde hat man es quasi direkt in der Hauptstadt, wo man das Item kaufen kann. So, wie kriegen wir jetzt am günstigsten oder am schnellsten unsere polierten Haustierglücksbringer? Wir haben verschiedene Quellen. Und zwar gibt es, wie hier auch schon, eine World Quest, wo man einfach diese Abzeichen bekommt. Hier kriegen wir zum Beispiel 16 Stück. Müssen wir einfach einen Typen besiegen, einen Pet Battle Trainer. Eine einfache Sache. Und die zweite Möglichkeit, an diese Dinger zu kommen, ist, wenn ihr Missionen macht bei eurem, ja, bei der Allianz jetzt hier beim Schiff, beziehungsweise bei der Horde, ja, dementsprechend auch beim Schiff, gibt es immer wieder Pet Battle Missionen. Das sind eigentlich so die zwei Möglichkeiten, wie ihr an die Abzeichen kommt. Ein kleiner Tipp von mir: Ihr braucht am besten ein paar Chars, die 120 sind, und dann klappert ihr diese Chars ab, macht das jeden Tag, diese World Quest, und schickt das alles auf einen Char, und dann kommt ihr relativ schnell hin. Ja, ich habe jetzt angefangen, wo ich über 10 Chars auf 120 hatte, das zu machen, dann ist das ziemlich schnell, mittlerweile wie 25. Da kann man das auch relativ chillig an einem Tag machen, wenn man mit allen diese Meister abklappert. Es ist so, dass zwischen einer und drei gleichzeitig aktiv sind, die Pet Battle Marken haben können. Ja, wenn es blöd läuft, kriegt man halt, wie es jetzt gerade der Fall ist, einer von den Pet Battle Typen hat jetzt hier die Pet Steine, der andere bringt Azerit. Ja, und hier hat man noch einen, der nochmal einen Pet Battle Stein bringt. Ne? Es sind sogar vier ab, aber ich glaube, ich hatte das Höchste, was ich hatte, wo ich Pet Battle Marken an sich bekommen habe, waren, glaube ich, drei. Ja? Also so zwei im Schnitt hat man meistens, die Marken auch dabei haben. Und dann geht es eigentlich, wenn man da dran bleibt. Wenn man natürlich ganz faul ist, kann man es nur über die Missionen von der ja, quasi vom Missionstisch machen, dann dauert es aber doch definitiv wesentlich länger. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über positives Feedback oder eine positive Bewertung sehr freuen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.